Raba-Traktoren gehören in Ungarn zum landtechnischen Kulturgut. Die ab 1973 gefertigten Steiger-Lizenzbauten liefen etwa 4500 Mal vom Band. Landwirte wie auch Großbetriebe schätzen die robuste und einfache Technik, wobei der Bediener- und Fahrkomfort natürlich nicht mehr zeitgemäß ist. Zudem kommen die MAN-Lizenzmotoren und das alte Spicer-Getriebe zunehmend an ihre Grenzen. Das Unternehmen Hunt Tractor, welches vornehmlich in der Hand von ungarischen Landwirten ist, hat sich 2015 darauf spezialisiert, Raba-Knicklenker einer Generalüberholung zu unterziehen. Dabei werden Motor, Getriebe, Hydraulik, Lenkung und das Kabineninnenleben sowie ein Teil der Elektronik erneuert. Bestehen bleiben nur der Rahmen samt Verkleidung, das Fahrerhaus und die robusten Raba 598-Achsen. Als Basis dienen vornehmlich Schlepper des Typs Raba 250, aber auch des stärkeren, jedoch selten gebauten Raba 300. Der 10,3 bzw. 11,05 Liter große Sechszylinder wird dabei gegen einen Cummins QSL9 mit 8,9 Liter Hubraum ersetzt, der die Abgasnorm Tier 3 mit externer gekühlter Abgasrückführung erreicht. Partikelfilter oder AdBlue wird nicht benötigt. Die Nennleistung ist auf 304 PS bei 2100 Umdrehungen pro Minute eingestellt, wobei es bei Drehzahlabfall bis zu 30 PS Überleistung bis herunter zum Maximum bei 1900 Touren gibt. Das Höchstdrehmoment liegt mit 1369 Newtonmeter bei 1500 Umdrehungen pro Minute an. Falls zukünftig notwendig, ließen sich auch modernere Cummins 6-Zylinder mit aktueller Abgasnorm einbauen, wie der QSL9 mit Tier 4 Final oder der L9 mit Abgasstufe 5. Anstelle des uralten Spicer Schaltgetriebes fahren die modernisierten Raba Hunt Tractor mit einem Allison 4500 auf. Das Automatikgetriebe mit Drehmomentwandler hat im Hunt Tractor 5 freigeschaltete Vorwärtsgänge und einen Rückwärtsgang und wird ab etwa 1700 Umdrehungen pro Minute kraftschlüssig. Aus Sicherheitsgründen ist der sechste Gang gesperrt, zudem wird die Höchstgeschwindigkeit im fünften Gang bei 25 km/h abgeregelt. Im Feld lassen sich so jedoch nur etwa zwei Vorwärtsgänge nutzen, was Hunt Tractor zukünftig durch ein angepasstes Verteilergetriebe verbessern will. Die Automatik schaltet lastabhängig oder durch manuellen Gangwechsel in der mitgelieferten Schaltbox. Zeitaufwendig ist der Fahrtrichtungswechsel, da der Schlepper dafür komplett stillstehen muss. Auch die Automatik vertut sich manchmal und schaltet etwas zu früh rauf, dann muss der Fahrer eingreifen und manuell einen Gang herunterschalten. Das ist in der Preisklasse des Hunt Tractor aber annehmbar. Die neue Hydraulikanlage liefert übrigens 110 Liter pro Minute bei 210 Bar. Das sind vergleichsweise niedrige Werte, aber immerhin etwas besser als bei den Ur-Raba. Auf Wunsch gibt es anstelle der serienmäßigen mechanischen Steuergeräte auch eine elektrohydraulische Ausstattung inklusive einer externen Bedienung. Die Hubkraft des CAT3 Heckkrafthebers ist mit rund 4 Tonnen nach wie vor bescheiden. Nach ihrer Generalüberholung sind die Raba Hunt Tractor natürlich nach wie vor nicht mit modernen Großtraktoren zu vergleichen und das ist gewollt. Denn zum Ziehen von Bodenbearbeitungsgeräten reicht die Technik allemal, zumal der Dieselverbrauch dank der einfachen Kraftübertragung Hunt Tractor zufolge zweistellig unter dem modernen Wettbewerber liegen soll. Dazu ist der Verkaufspreis von 90 bis 120.000 Euro weit unter dem Niveau moderner Wettbewerber und kommt damit investitionsschwachen Familien und Großbetrieben sehr entgegen. Das Potenzial in Ungarn ist gewaltig, denn es sollen sich noch rund 1600 Raba-Knicklenker im Einsatz befinden. Mit der Generalüberholung betagter Knicklenker gibt sich Hunt Tractor aber nicht zufrieden. Mehrere Projekte stecken schon in der Schublade, bis hin zu komplett neu entwickelten Selbstfahrern. Und hier und da fragt auch mal ein Interessent aus dem Ausland an. Man darf also gespannt sein. Den ausführlichen Fahrbericht mit weiteren Informationen zur Technik und zum Unternehmen Hunt Tractor lesen Sie in Traction Ausgabe Mai-Juni 2019.